Herzlich willkommen zu Wirtschaft aktuell, Ihrem TV-Magazin in Kooperation mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken rund um die Themen Industrie, Handel und Dienstleistung. Diesmal bei uns: Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen. Das IHK-Kammergespräch mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Unternehmer wählen das Parlament der Wirtschaft. Anfang September ging es wieder los. In Mittelfranken starteten fast 7.300 junge Menschen in ihre IHK-Ausbildungsberufe. Bereits zum fünften Mal in Folge stieg die Zahl der Azubis und das trotz des demografischen Wandels. Die Firmen hätten allerdings gerne noch mehr junge Menschen eingestellt. Wir haben deutlich mehr offene Stellen, als wir noch Jugendliche haben, die einen Ausbildungsplatz suchen. Das heißt, rein rechnerisch wird es wieder so sein, dass die Jugendlichen unter vielen Ausbildungsplätzen wählen können. Es lohnt sich also, weiter Ausschau zu halten, zum Beispiel bei der Nachvermittlungsbörse der IHK am 4. November. Jugendliche, aber auch Unternehmen, die noch auf der Suche sind, können sich hier kennenlernen. Kürzlich fand das 158. Kammergespräch der IHK statt. Als Gast und Redner ins Nürnberger Rathaus geladen war Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Vor den rund 350 Gästen aus Politik und Wirtschaft sprach Aiwanger über die Grundlinien bayerischer Wirtschaftspolitik vor dem Hintergrund von Globalisierung und Digitalisierung. Die Welt um uns dreht sich immer schneller. Globalisierung und Digitalisierung sind Herausforderungen, denen wir uns nicht entziehen können. Wenn wir die Techniken, wenn wir die Roboter nicht einsetzen, dann tun es andere. In seiner Rede thematisierte der Minister die Wasserstoffforschung in der Region, Mobilität, den digitalen Wandel, eine flächendeckende Mobilfunkversorgung und die Stärkung des Einzelhandels. Klare Worte fand Aiwanger auch hinsichtlich der Zukunft des Wirtschaftsstandortes Bayern. Die bayerische Wirtschaft steht sehr stabil da. Wir haben quasi Vollbeschäftigung mit 2,6% Arbeitslosigkeit. Wir haben uns immer in der Vergangenheit behauptet, und wenn wir keine großen Fehler machen, wird Bayern auch weiterhin ein Wirtschaftsstandort sein, der sich gewaschen hat. Rund 150.000 Unternehmer sind aufgerufen, bei der IHK-Wahl ihre Stimme abzugeben. Gewählt werden die IHK-Vollversammlung und die 13 regionalen IHK-Gremien. Die Kandidaten haben die Möglichkeit, sich selbst mit einem Statement auf dem IHK-Wahlportal www.ihkwahl2019.de vorzustellen. Dieses wurde Anfang September freigeschaltet. Die Wahlunterlagen für die Briefwahl werden in den kommenden Tagen an die wahlberechtigten Unternehmen versendet. Somit steht der Abstimmung nichts mehr im Wege. Weitere Informationen rund um die IHK-Wahl, zum Beispiel wie sie abläuft und wie man als Wahlberechtigter daran teilnimmt, finden Sie übrigens in der aktuellen Ausgabe der WIM. Außerdem geht es im Special unter anderem um Gewerbeimmobilien in Mittelfranken und um die Reform der Grundsteuer. Und jetzt weitere Meldungen aus der Wirtschaft. Die Wirtschaft verliert an Tempo. Darum ging es bei den bayerischen Mittelstandsgesprächen. Professor Christoph Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrats, machte als Ursachen unter anderem den Fachkräftemangel und die Schwierigkeiten in der Außenwirtschaft aus. Zudem sei die Wirtschaftspolitik gefordert, Herausforderungen wie die Digitalisierung erfolgreich anzugehen. Nürnberg wird Wasserstoffzentrum. Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Wissenschaftsminister Bernd Ziebler haben vor kurzem das Zentrum Wasserstoff Bayern offiziell gegründet. Die neue Einrichtung soll die Erforschung und Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie beschleunigen. Unsere Zahl des Monats ist diesmal die 1770. So viele Unternehmen sind laut aktueller Umfrage mit dem Standort in Mittelfranken zufrieden und würden ihn weiterempfehlen. Insgesamt nahmen rund 2150 Unternehmen an der Umfrage der IHK Nürnberg für Mittelfranken teil. Und das war unsere September-Ausgabe von Wirtschaft aktuell. Neues rund um die Themen Industrie, Handel und Dienstleistung sehen Sie dann wieder im Oktober. Bis dahin, Servus und Ade.